Hallo liebe Hallo meine Freunde. Von heute an werde ich euch jeden Freitag Antworten auf die meistgestellten Fragen der Woche geben. Zuallererst die Info, sämtliche Zahlungsmethoden stehen ab heute zur Verfügung. Ja, einige haben gefragt, ob es eine gesonderte Plattform geben wird, nur für Fördermitglieder von Hallo Meinung. Die wird es selbstverständlich geben. Unser Team bearbeitet bereits mit Hochdruck daran. Dort werdet ihr dann auch die Möglichkeit haben, euch besser miteinander zu vernetzen. Zum Thema Logo und Flyer, auch da ist unser Team sehr motiviert. Bitte gebt uns noch ein bisschen Zeit. Dann wird euch alles zur Verfügung gestellt. Mir ist aufgefallen, dass die Themen Mobbing, sei es nun am Arbeitsplatz oder auch an den Schulen, sowie der Tierschutz, die Massentierhaltung und dergleichen euch sehr am Herzen liegen. Ich darf euch versichern, dass wir uns aller Themen annehmen werden. Deswegen schreibt weiter, was euch auf der Seele brennt. Wir werden das Ganze dann bündeln und mit aufnehmen. Nun an alle Interessierten unserer bevorstehenden Veranstaltung. Ich muss euch leider sagen, dass Köln am 14.11.2019 schon dicht ist. Dort kann keiner mehr daran teilnehmen. Wir haben aber noch am 6.12.2019 in Köln eine Veranstaltung und in Frankfurt am 25.01.2020. Dort könnt ihr selbstverständlich teilnehmen. Das gilt natürlich nur für Fördermitglieder. Euch möchte ich bitten, schreibt eine E-Mail mit dem Veranstaltungsort, der für euch interessant ist, an kontakt@hallo-meinung.de. Und diejenigen, die ein Ticket erhalten, bekommen den Veranstaltungsort per E-Mail mitgeteilt. Diese Veranstaltungen sind für maximal 100 Fördermitglieder. Wir arbeiten bereits an größeren Veranstaltungen, zum Beispiel in Berlin-Brandenburg. Die Informationen dazu folgen selbstverständlich, sobald wir mehr dazu wissen. Ein paar Worte noch zum Video-Statement von Peter vom 5.11.2019. Es wurde viel diskutiert. Der größte Teil der Hallo-Meinung-Freunde stellt sich dahinter Peter und schließt sich seiner Entscheidung an. Ich möchte noch ganz kurz dazu sagen, Hallo Meinung möchte Menschen aus der bürgerlichen Mitte im Zug von Hallo Meinung einsteigen und mitfahren lassen. Dieser Zug hat keinen Platz für Extreme, egal von welcher Seite. Bitte lasst nicht zu, dass einige Querulanten versuchen, die Menschen bei Hallo Meinung zu spalten. Personen, die sich nicht an unseren Etikette halten, indem sie zum Beispiel anderen mit Halt die Fresse, leider so geschehen, begegnen, werden kommentarlos von uns gelöscht. Wir alle möchten euch bitten, weiterhin sachlich miteinander kommunizieren. Und es ist durchaus bewusst, dass Emotionen hochkochen können und es bleibt nicht aus aufgrund dessen, was uns alle beschäftigt. Aber letztlich verfolgen wir alle ein gemeinsames Ziel, nämlich uns mit Hallo Meinung Gehör zu verschaffen. Wie hat Peter gestern unter einem Kommentar geschrieben, Hallo Meinung ist ein kleines Pflänzchen, das wir alle zu einem Riesenbaum wachsen lassen werden. Deswegen sei dabei bei Hallo Meinung. Eine kleine Info noch, morgen wird es ein neues Video-Statement von Peter geben. Er teilt euch damit Fakten mit, die euch sicherlich sehr interessieren werden. Seid gespannt, lasst euch überraschen. Mir bleibt jetzt nur noch, euch einen guten Start ins Wochenende zu wünschen. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Bis in der nächsten Woche. Bis bald, eure Petra von Team Weber.